war mir fast klar, dass es immer eine Probleme mitkriegt. So, was hast du jetzt als letztes noch? Hast du noch eins oder hast du überhaupt noch keins? Mit 53 und so Meditalis. Konter brauche ich nicht. Jetzt noch. Gastrodon. Aha, endlich mal etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Das sind sicherlich noch einige Pokémon, die wir nicht gesehen haben. Da bin ich mir fast sicher. Wie gesagt, uns fehlen jetzt noch 37. Das sind ein männliches. Gastrodon habe ich auch eine Weile überlegt, ins Team zu nehmen, aber da dachte ich mir, nee, diesmal nicht. Mal gucken, was wollen wir noch ins Team nehmen. So, dann haben wir den guten Joachim besiegt. Gastrodon ist immer vom Typ Wasser, Boden, damit vielfach Schwäche und alles drum und dran. So, gucken wir mal gerade. 124, tatsächlich. Wir haben ein weiteres Pokémon im Team, und zwar Gastrodon, glaube ich, müsste das gewesen sein jetzt. Ich guck mal gerade durch. Ja, es fehlen noch ein paar. Bronzong hier zum Beispiel gewesen. Chanera, Hytera kriegen wir auch noch in der Siegestraße. Pixie müsste da auch noch irgendwo sein. Hier weiß ich es gerade nicht auswendig bei der 102. Ich kenne den Pokédex nicht ganz auswendig, deswegen. Relaxo kriegen wir noch. Da kriegen wir noch die Weiterentwicklung. Da kriegen wir noch die Weiterentwicklung. Also es sind noch ein paar Pokémon. Wir gehen erstmal weiter. Weil jetzt drüber jetzt überlegen, wo kriege ich die Pokémon jetzt her? Macht jetzt im Moment Augen keinen Sinn. So. Gut. Dann sind wir jetzt in Sonnewick. Oder zumindest fast. Der Arena-Leiter von Sonnewick leidet in letzter Zeit unter extremer Langeweile. Anscheinend gibt es keine guten Herausforderungen mehr für ihn. Möchte ich der Arena von Sonnewick mit einem Wort beschreiben, würde ich sagen: schockierend, elektrisierend. Hup, das waren ja zwei Wörter. So, da ist. Was ist das denn? Das ist der Arena-Leiter? Hey Trainer! Mir ist nicht verbocken geblieben, wie stark deine Pokémon sind. Oh, entschuldige, ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Ignaz, ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Ich hätte da so eine Idee und vielleicht könntest du die sich umsetzen. Es geht um den Arena-Leiter dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus für den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderungsteams aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Da kam auch noch der Strohausfall. Naja, das hat seine Laune nicht auch nicht gebessert. Der weiß bestimmt, worauf ich hinaus will, oder? Ich möchte, dass du ihm eine Herausforderung lieferst, die seine Leidenschaft für Kämpfe neu entfacht. Ich verlasse mich auf dich, Heilsporn. So. Was wegmachen? So. So, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und dann geht's weiter. Heute mit der Erkundung, also bis wir in der nächsten Folge mit der Erkundung der Stadt. Sonnewick. So, liebe Leute, heute geht's weiter in Sonnewick. Wir sind in der letzten Stadt, wo die letzte Arena befindet. Sonnewick, Solaris, Leben. Das hier ist eine Küstenstadt und tatsächlich das Tor zur Pokémon-Liga. Die Stadt verbraucht viel Strom, vor allem der Leuchtturm und die Arena. Deswegen haben sie alle Straßen mit riesigen Solarzellen gepflastert. In Sonnewick scheint ja nicht die Sonne. Ein System ist also perfekt. Gut, ich halte mal kurz mein Team. Brauche ich nämlich keinen. Mich da schon mal wieder Gedanken zu machen. Heute machen wir auf jeden Fall noch die Arena. Das versuche ich zumindest reinzudrücken oder reinzubekommen in diese Aufnahme. So. Unglaublich, du bist sowas von cool. Du hast ja schon 7 Morden. Einst träumte ich davon, Arena-Leiter zu werden. Mein Traum hat sich zwar nie erfüllt, aber ich habe immer Pokémon an meiner Seite. Ich lebe also ein glückliches Leben. Sonnewick liegt an einer schmalen Landzunge, umgeben vom Meer und an den Bergen. Der Mangel an Raum macht die Stadt mit Solarzellen wett, die als Stromquelle und Straßen dienen. Es ist ein Ort, an dem Natur, Pokémon und Menschen ein Ganzes bilden. Was fand ich so alles erfährt? Hier unten geht's nicht weiter. Alles klar, dann gehe ich hier hoch und guck mich mal im Pokémon-Supermarkt um. Ich wollte mir sowieso noch ein paar Sachen kaufen. Ich wollte mir zum Beispiel einen Topschutz mal haben. Geh mal, räum mal ein bisschen an meinem Beutelchen auf. So, haben wir hier noch irgendwas? Superschutz brauchen wir nämlich gerade nicht mehr. Also was heißt, wir brauchen sie noch, aber wir werden sie...
Wir werden sie erstmal verkaufen. Wir haben 133.000, okay. Nugget nehmen wir weg. Sternstab brauche ich nicht. Medipilz brauche ich nicht. 250, nur ich dachte ein bisschen mehr. So. Gut. Nehmen wir. Warte mal, haben wir überhaupt noch wilde legendäre? Doch, wir haben noch ein paar, ne? Das heißt, ich nehme jetzt erstmal was mit an Hyperbällen. Wer weiß, was wir brauchen. Mindestens eins weiß ich noch auswendig. So, dann nehmen wir Hypertränke mit. Nehmen wir Top-Tränke mit. Hyperheile haben wir genug. Top-Shots. Die nehmen wir alle mit, weil brauchen wir immer. So, Hyperheiler. Habe ich noch ein paar? Nehmen wir mit. Ja, komm. Auch mitnehmen. Und mitnehmen. So, dann sind wir jetzt so gut wie pleite, aber wir haben zumindest Items ohne Ende wieder zugekriegt. Ich habe von der Siegestraße gehört, die zur Pokémon-Liga führt. Sie soll sehr lang und anstrengend sein. Am besten packe ich so viele Items ein, wie ich nur tragen kann. Habe ich auch gerade gemacht. Auf dem Markt bekommst du Sticker, mit denen du deine Pokémon verzieren kannst. Wenn du die Sticker auf coole Weise findest, freuen sich deine Pokémon ganz bestimmt. Weg mit dir. So. Dann gucken wir uns heute mal um. Was haben wir denn hier? Eine junge Dame. Der Untergrund meine Neffe genau und Adam aus Facebook sind miteinander verwandt. Aha. Aha. Und Adam ist ja der Vater von Fei, den wir in Erzillingen bezwungen haben. Okay, dann ist das quasi mehr oder weniger eine Familie. Okay, gut zu wissen. Das hätte ich jetzt aber schon nicht gewusst. Nee, mein Adams Sohn Fati zu hat bei der Trio hervorragender Bergleute. Genau so ist es. Hast du letzte Zeit den Untergrund hören? Nachdem du abstellst, gelangst du an verschiedenen Orten. Sie kommen mit Erkundungsset an möglichst vielen Orten zum Einsatz. Beginn dich in den Untergrund hören, erlebe dort ein tolles Abenteuer. Ehe man sich daran macht, Schätze auszugraben, sollte man versuchen, gemeinsam mit Freunden Schimmersteine zu sammeln. Das soll sich nämlich, du wirst schon sehen. In den Untergrundhöhlen soll es gewisse Stellen geben, an denen Pokémon sich bevor so in Gruppen aufhalten. Die Sphären, die man in Untergrundhöhlen findet, sind wie Edelsteine. Man kann sie gegen allerlei Nützliches eintauschen. Eines Tages hatte ich in Untergrundhöhlen das Bewusstsein verloren, aber Fein eilte mir zur Hilfe und rettete mich. Okay. Ja, aber das wusste zum Beispiel sowas mit dem Untergrund, man, das wusste ich halt nicht. Also, das ist den gibt, klar, wir waren selber schon im Untergrund, aber da war ja Ramaidon, ja, aber dass die miteinander verwandt sind, das wusste ich jetzt nicht. Das ist jetzt mal was Neues. Oh, dein Rexbisser. Das muss sich doch mehr anstrengen. Wenn es das tut, gebe ich dem Pokémon ein schönes Geschenk. Warte mal, das machen wir anders. Wir haben doch bestimmt ein Pokémon. Wir nehmen jetzt mal Empoleon nach vorne. Oh, dein Empoleon. Das hat sich enorm angestrengt. Gib mir mal Belohnung dieses Fleißband. Cool, danke schön. Ja, Rexblizer ist halt erst spät ins Team dazugekommen, aber auch schon mal Level 50. Das ist auch gut. Siehst du, der Stickerhändler da? Heute hat er ein neues Stickauflage. So und nicht anders gefällt's mir. Der Sonneweg mag das bekannt für seine große Auswahl an Stickern. Und du hast was da oben? Halt, ich will mit dir sprechen. Darf ich ein wenig Zeit in deinen Spruch nehmen? Willst du es nicht bereuen? Komm, wie kann ich dir helfen? Eigentlich gar nicht, weil das, was da so ist, habe ich schon. Okay, nichts Wichtiges jetzt. So, okay. Gut. Dann haben wir das auch da weg. Dann geht's jetzt für uns hier weiter. Mensch, im Pokémon passt ihr Leben jeder Umgebung an. Bitte alle tun das, nur so überleben wir. Wer bist du? Ich heiße Jasmin, ich bin eine Arenaleiterin. Oh, aber nicht in dieser Stadt. Ich bin Arenaleiterin in der Johto-Region. Das ist nämlich die Arenaleiterin vom Typ Stahl aus Johto, aus Hardgold und Soul Silver. Die gute Jasmin. Ich würde mich freuen, wenn du die Johto-Region kennst. Und wenn du den Arena-Orden nicht hast, musst du unterwegs wieder umkehren. Schade, schau mal, kommen wir da gerade nicht weiter. Okay. Ich habe natürlich jetzt noch nicht geguckt, wie lange die Zeit jetzt gerade ist heute, aber wir können da schon hin.
Ich habe gehört, dass dem Galaktik nichts Gutes im Schilde fühlt, aber die Sonneweg haben wir noch nie einen von ihnen gesehen. So wird auch keiner mehr auftauchen. Vor langer Zeit lebte ein Junge namens Sirius. Er mied Menschen und fühlte sich in Gesellschaft von Maschinen wohler. Ich erinnere mich, als er ein guter Schüler war. Was wohl aus ihm geworden ist? Oh, das wollt ihr gar nicht wissen. Baba! Mir fällt gerade ein, mindestens zwei legendäre Pokémon tauchen auf jeden Fall noch auf im Let's Play. Denke ich mir mal. Aber das kommt alles nach und nach. Ja, hallo, du bist ja mein knuffiger Trainer. Mein Mann ist Matrose und arbeitet in der Ferne. Ich sehne mich sehr nach Ihnen, nicht wieder bei mir zu haben. Aber längst ist das Warten ganz schön langweilig. Na, ich habe eine Idee. Komm doch ab und zu Plauder vorbei, ja? Okay. So. Na gut, dann sind wir hier somit auch durch. Ich denke mal, da kommt noch das hier. Warte mal, ich muss mal runter kurz. Und zwar hier finden wir einen Donnerstein. Also, solltet ihr tatsächlich ein Pikachu ins Team genommen haben und alles drum und dran und sehen jetzt darauf warten, dass ihr eigentlich ein Raichu bekommt. Hier habt ihr die erste Möglichkeit tatsächlich erst. Wobei ich Raichu eigentlich gerne ins Team nehme, weil Raichu ist eines meiner Lieblings-Pokémon. So. Was haben wir hier noch? Dieses glitzerteile Ding, das du da hast, ist echt cool. Das war ein zweifacher Pocket. Eine wahrlich wunderbare Erfindung, meinst du nicht? Ich habe die Erlaubnis der Pocket-Gesellschaft erhalten, Apps für den Pocket zu entwickeln. Als Rinder hast du doch bestimmt Pokémon mit unterschiedlichen Wesen. Darf ich sie mir mal ansehen? Mal sehen, ich würde gerne auf mein einziges Pokémon werfen. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt eins habe. Haben wir gerade so einen. Was haben wir denn überhaupt hier irgendwo? Zart, Solo, Kautzig, Froh, Pfiffig, Sarghaft. Zart, Froh, nein. Ich habe gar keins. Warte mal, ich gucke, ob ich eins kriege. Ob ich eins in den Boxen habe. Hoch, Buster, Zart, Froh, Ruhig, Kastig, Kautzig, Naiv, Lasch, Frech, Kautzig, Mäßig, Still, Froh. Nö, ich habe nicht mal eins im Team. So, nicht mal eins in den Boxen. Tut mir leid, da muss ich dich leider enttäuschen. So, okay. Dann haben wir gedacht, ich hätte gedacht, ich krieg da oben noch irgendwas. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, wir können hier wieder runter. Und uns mal noch den Leuchtturm anschauen. Oder haben wir hier oben noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Die beiden Häuser haben wir. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Sieht das aus wie ein Relaxo? Sieht das gerade. Ne, warte mal. Hey. Das könnte doch, das dürfte ein Relaxo sein, ne? Gut, okay. Leuchtturm. Der Arena-Leiter, wer treibt das mit dir?